Einst war Bachmut für seine Weinberge und Salzgruben bekannt, doch die Schlacht um die Stadt hat alles in Schutt und Asche gelegt. Das Leben an der Front ist ein ständiger Kampf ums Überleben. Erst Anfang der Woche war der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj überraschend in die Stadt in der Oblast Donezk gereist und hatte den Soldaten Mut gemacht. Die wenigen verbleibenden Zivilisten versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. An einigen Stellen in der Stadt wurden Hilfszentren geschaffen, an denen sich AnwohnerInnen aufwärmen und ihre Handys laden können. Wir halten durch, wir überleben. Sie beschießen uns von zwei Seiten. Kein Gas, kein Wasser. Wir bekommen etwas humanitäre Hilfe. Ich habe keine feste Arbeit, nur Dinge, die von Tag zu Tag anfallen, wie kaputte Fensterscheiben reparieren. Aber wir halten durch, weil wir unsere Stadt und unser Land nicht verlassen wollen. Die Einnahme Bachmuts ist für Russland von strategischer Bedeutung, weil sie den Weg in die beiden letzten verbleibenden Städte unter ukrainischer Kontrolle im Donbass ebnen würde. Das britische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass Russland zuletzt Erfolge im Osten der Stadt erzielen konnte.